Und jetzt ist es mir eine Ehre. Jan, ich darf das. Ich darf das machen. Jan hat er sich zwar vorbereitet, aber ich mache das jetzt. Es ist mir eine wirklich hohe Ehre, ich habe es gerade erwähnt, meinen Kollegen und ich glaube, ich darf sagen, guten Freund, Tino Chrupalla. Ich will eine Anekdote kurz erzählen. Eine Anekdote, wir haben in der ersten Fraktionssitzung vor 5 Jahren nebeneinander gesessen und ich dachte, aus dem Kerl wird noch mal was. Heute steht er hier als Bundessprecher. Ja, Tino ist nicht nur Bundessprecher und Fraktionsvorsitzender, er ist auch Mitglied im Arbeitskreis Außenwirtschaft. Und ich glaube, Tino, du hast uns einiges zu sagen, nachdem du den langen Weg gemacht hast. Dein Mikrofon ist deins. Vielen Dank. Ja, lieber Enrico, kannst du mir das nochmal ein bisschen festmachen? Genau, es geht. Ja, hört man mich? Ja. Schön nicht, nein. Ja, liebe Pommern, liebe Landsleute, lieber Enrico, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr gerne hierher gekommen. Und ob es stürmt, ob es regnet, ob es windet, ob es kalt ist, ich denke, es ist wichtig, dass man gerade für Frieden, für Freiheit und vor allem für Souveränität auf die Straße geht. Und nur wir als AfD sind die einzige Friedenspartei, die überhaupt das noch artikulieren, die sich für Frieden, für Diplomatie einsetzen. Ihr seht, wie die anderen Parteien mittlerweile in diesem deutschen Bundestag als Kriegstreiber vorangehen, wie sie Deutschland wieder in einen Krieg führen wollen. Da sagen wir ganz klar, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Krieg. Und vor allem sind wir das unseren Kindern und Enkelkindern schuldig. Und das haben wir schon, ja, auch richtigerweise in der DDR gelernt. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg vom deutschen Boden. Und deshalb müssen wir alles tun, dass Diplomatie waltet, dass es endlich zu Verhandlungen kommt zwischen der USA und zwischen Russland. Weil diesen Stellvertreterkrieg wollen wir nicht unterstützen. Weder mit Waffen noch mit Geld, liebe Freunde. Und mittlerweile vertreten wir 2/3 des deutschen Volkes, die sagen, wir wollen diesen Krieg nicht, wir wollen, dass endlich Friedensverhandlungen eintreten. Das macht nur die AfD, Bundestagsfraktion, aber auch die AfD als Partei. Aber was macht die NATO, was macht die EU? Die Kriegstreiberei, ihr habt es gelesen, wenn auch in der zweiten Zeile, es geht weiter. Jetzt im Mai, Ende Mai, Anfang Juni, kommt die größte NATO-Übung über unserem Himmel. Hier auch in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Brandenburg und in Sachsen zum Tragen, nämlich Air Defender 23. Hunderte Kampfflugzeuge werden unseren Himmel zerschneiden. Zehntausende Soldaten aus 25 Staaten werden unsere Erde zertrampeln. Sie proben hier über unseren Köpfen den Ernstfall, den Dritten Weltkrieg wollen sie proben. Das kann schon mal der Fall sein, wenn die polnischen Piloten auf russische Piloten schießen sollten. Und da sagen wir ganz klar und deutlich, wir wollen das nicht. Die Amerikaner sollen vor ihrer eigenen Haustür Krieg spielen. Der erste Generalsekretär der NATO hat es eigentlich richtig beschrieben. Baron Hastings Ismay sagte, der Zweck der NATO, des Bündnisses ist es, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Wir dürfen uns nicht länger ducken. Es müssen endlich alle fremden Truppen aus Deutschland abziehen. Das ist auch die Forderung der AfD. Und lasst uns nicht auf das Trennende zwischen Westen und Osten schauen, sondern auf das Verbindende. Genau dafür treten wir auch ein. China will freien Handel mit Europa. Russland will, dass seine Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden. Deutschland hat von russischer Energie und chinesischer Hochtechnologie immer profitiert, gerade unser Land ohne eigene Rohstoffe. Jetzt sollen wir uns auf Geheiß des Westens von beiden abschneiden. Und da frage ich mich, wer steht denn heute auf der Seite der Freiheit und wer steht für Zwang und Abschottung? Nein, zu diesem Westen gehören wir nicht, zu diesem Westen wollen wir nicht gehören. Deutschland liegt in der Mitte zwischen Westen und Osten und als Vermittler, als Brückenbauer müssen wir auch wirken, liebe Freunde, und endlich unsere Souveränität klar artikulieren und auch unsere Interessen. Das ist die Aufgabe einer Bundesregierung. Und die Welt befindet sich in einer gefährlichen Lage. Gerade dieser Krieg kann, und mittlerweile sehen wir es auch, die neue Konfrontation zwischen Osten und Westen sein, ein neuer kalter Krieg.
zieht hervor. Er kann jederzeit auch zu einer atomaren Konfrontation werden, zu einem dritten Weltkrieg. Und das müssen wir unbedingt verhindern mit Diplomatie statt Waffenlieferungen. Das sind wir unseren Enkeln und Kindern, wie gesagt, schuldig. Und ich sag's nochmal, es ist nicht unser Krieg und wir müssen es jeden Tag neu definieren und auch immer wieder artikulieren, damit die Politiker, die Regierenden in Berlin es auch hören. Ja, und wir dürfen auch die Folgen dieses Wirtschaftskriegs, angezettelt von Baerbock und von Habeck, eben nicht unterschätzen. Der Energiehandel mit Russland ist unterbrochen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern leiden viele Firmen genau darunter. Ölembargo, Importstopp für Gas. Österreich bezieht immer noch 70% seines Gases aus Russland, bezieht deshalb auch Öl aus Russland. Und was ist bei uns? Nord Stream liegt kaputt, zersprengt, am Boden des Meeresgrundes zerstört von sogenannten Bündnispartnern. Wie kann das sein, liebe Freunde? Was sollen das eigentlich für Partner sein, die die Zerstörung von deutscher Infrastruktur öffentlich fordern, wie zum Beispiel Polens Präsident Duda? Was sollen das für Partner sein, die unsere lebenswichtige Infrastruktur sprengen wie Terroristen? Was lassen wir uns von solchen Partnern eigentlich alles diktieren? Unsere Forderung bleibt deshalb: Nord Stream reparieren, sichern und in Betrieb nehmen. Und wir lassen auch nicht locker. Wir waren die erste und einzige Fraktion, die im Deutschen Bundestag unabhängige, rückhaltlose Untersuchung gefordert hatte. Und zwar mit einem Untersuchungsausschuss. Und alle Parteien, auch die CDU, hat es abgelehnt. Die CDU hat sich sogar erdreistet zu sagen, es läge überhaupt nicht in unserem Interesse, diese Untersuchung durchzuführen. Was ist das für eine CDU? Was ist das für eine sogenannte Opposition? Wer Nord Stream gesprengt hat und wer dafür verantwortlich ist, und wenn es Minister oder Bundeskanzler sind, muss zur Verantwortung gezogen werden. Und wir haben es gesehen, selbst im UN-Sicherheitsrat wurde eine unabhängige Kommission, beziehungsweise sollte dieses Attentat untersucht werden. Und unsere sogenannten Bündnispartner haben es abgelehnt. Daran sieht man doch, was hier für ein Spiel gespielt wird. Daran sieht man doch, wem es nutzt. Und das sehen wir in Form von denjenigen, die uns dreckiges Fracking-Gas zu überhöhten Preisen liefern und wir es bezahlen müssen, unser Mittelstand zugrunde geht. Und da sagen wir ganz klar, nein, das wollen wir nicht. Auch wir wollen in Zukunft wieder günstiges russisches Gas bekommen für unseren Mittelstand, für unsere Wirtschaft, für unsere Bürger. Ja, wir haben mittlerweile in Deutschland einen Wirtschaftsminister, einen sogenannten Wirtschaftsminister. Und Enrico Komnig hat es richtig gesagt, mit diesen Gesetzgebungen, was Öl- und Gasheizungen angeht, wir mittlerweile in eine Verbotsorgie kommen, die unser Land mehr schadet als irgendwo nutzt. Wenn man sich einfach anschaut, und ich bin Handwerksmeister und jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, der weiß, wie in diesem Land geheizt wird, der weiß, wenn sich hier umschaut, wenn man in Deutschland schaut, 80% unserer Eigenheime und Mehrfamilienhäuser sind Altbauten, die man nicht mit einer Wärmepumpe betreiben kann, weil es einfach nicht möglich ist, weil man sonst Heizkörper hinausreißen müsste. Man müsste die Dächer neu dämmen, man müsste die Wände dämmen, man müsste die Fenster rausreißen, man müsste in die Wohnungen Fußbodenheizung verlegen. Das würden mehrere hunderttausend Euro kosten. Das ist einfach, wenn das einer fordert, da kann man nur sagen, dieser Mann ist irre und kann niemals Wirtschaftsminister sein. Und deshalb sagen wir ganz deutlich, es ist günstiger, diesen Wirtschaftsminister auszutauschen als Öl- oder Gasheizung. Und wenn wir uns anschauen, und auch das hat Enrico Komnig ja schon erwähnt, wie hier korrupt mittlerweile eine ganze Familienbande ein Ministerium übernimmt, und das sind keine Einzelfälle, das geht in den anderen Ministerien nicht anders zu, dann muss man sich wirklich fragen, was haben wir eigentlich hier für Politiker, wer bezahlt sie eigentlich? Und da muss man den Spur des Geldes nur nachgehen, verfolgen wir die Spur des Geldes, dann stoßen wir
nämlich auf US-amerikanisches Kapital. Die Grünen sind die gefährlichste Partei Deutschlands. Die Grünen sind die Handlanger der US-Amerikaner. Und dann schauen wir uns an, die Personen, die Namen, die man kennt und die man kennen sollte. Hal Harvey ist ein Lobbyist und die Spinne im Netz des grünen US-Kapitals. In Deutschland hat er die Agora Energiewende mitbegründet. Dort war Habecks Staatssekretär Patrick Reichen zuvor Direktor. Aus seinen Lobbyisten werden zuerst Thinktanks-Experten, dann Ministeriumsmitarbeiter. Und den Profit ernten US-Konzerne. Es ist ein Milliardengeschäft mit Deutschlands Deindustrialisierung. Und genau diese Personen füllen sich die Taschen und beuten uns aus. Und wir alle zahlen den Preis. Und deswegen sagen wir ganz klar, wir müssen diesen Ausverkauf unseres Mittelstandes, unserer Wirtschaft stoppen und unsere Interessen durchsetzen, liebe Freunde. Und dann schauen wir uns an, wo Wärmepumpen gebaut werden. Wo werden denn die Wärmepumpen gebaut? Richtig, in Polen. Dort wird dank der Kernkraftwerke Strom billiger sein als in Deutschland. Und genau dort lässt Habeck die Kraftwerke, die er abgewrackt hat, diese Wärmepumpen bauen. Und Polen hat Fissmann zum Beispiel, in Polen hat Fissmann zum Beispiel im vorigen Jahr für 200 Millionen Euro ein neues Werk gebaut. Einen Standort für Wärmepumpen. Deutschland verliert immer mehr am Boden. In der Wirtschaft und in der Industrie. Und die Grünen tragen dafür die Hauptverantwortung. Ihre wertegeleitete Politik ist nicht im deutschen Interesse, liebe Freunde. Und dann schauen wir weiter auf Polen. Polen will weiter aufrüsten, massiv aufrüsten. Sie wollen die stärkste Armee Europas stellen. Das hat die polnische PiS-Regierung angekündigt. Und wie will Polen genau diesen Größenwahn bezahlen? Und finanzieren mit deutschen Reparationen, die sie fordern. 1,3 Billionen Euro fordert Polen von Deutschland für einen Krieg, der bereits 80 Jahre zurückliegt. Und das sind fast die Bundeseinnahmen eines ganzen Jahres, die gesamten Haushaltseinnahmen. Polen fordert von uns Reparationen. Polen fordert von uns Kampfpanzer für die Ukraine. Und laut Ex-Außenminister Sikorski überlegte Polen zu Kriegsbeginn die Ukraine mit Russland zu teilen. Da frage ich mich, hat Polen diese Pläne eigentlich schon aufgegeben? Je später der Frieden, desto schlechter auch die Chancen für die Ukraine. Wir vertreten hier die Interessen auch der Ukrainer und das Sterben muss aufhören, so schnell wie möglich. Und Polen muss aufhören mit dieser Kriegstreiberei, liebe Freunde. Ja, und was sagt Außenministerin Baerbock? Zu der muss ich jetzt noch schauen. Unsere größte wertegeleitete Außenministerin, die sich benimmt im Ausland wie ein Elefant im Porzellanladen, die rumrennt und allen anderen Werte erklärt und unsere gute Außenpolitik der letzten 30, 40 Jahre zunichte macht. Das ist wirklich keine Außenministerin, auf die wir als Deutsche stolz sein können. Und sie sagt selbst, wir hätten sollen auf Staaten wie Polen in der Vergangenheit hören müssen. Und da sage ich ganz deutlich, wir sollten nicht auf Staaten hören, denn Staaten haben keine Freunde. Staaten haben nur Interessen. Und deshalb muss Deutschland genau diese Interessen endlich artikulieren. Ja, auch Emmanuel Macron, auch dieser Präsident, hat mal was Richtiges gesagt. Und zwar, indem er gesagt hat, Europa darf sich nicht zum Vasallen der USA machen. Da war ja überall in Europa, zumindest in Deutschland, reelle Aufregung. Wie kann dieser Mann das sagen? Ja, er hat natürlich auch Druck in seinem Land von der Opposition. Das wissen wir. Europa muss endlich souverän, und ich habe es erwähnt, eigene Interessen vertreten. Und Deutschland muss eben vorangehen, auch mit Frankreich zusammen, für einen friedlichen Kontinent Europa. Das sind wir, wie gesagt, unseren Kindern und Enkeln schuldig. Die Welt um uns herum verändert sich, liebe Freunde. Wir sehen es alle. Gerade entsteht eben diese multipolare Welt. Das bedeutet, es wird in Zukunft nicht nur eine einzige Weltmacht geben, sondern mehrere, viele gleichberechtigte Partner. Immer mehr Länder handeln mittlerweile ihre Energie in eigenen Währungen. Immer mehr Länder vertreten erfolgreich ihre eigenen Interessen. Auch Europa wird genau diesen Trend erreichen, wenn auch mit Verspätung. Als wahre Alternative, und das sind wir, müssen wir uns auf die Seite der Zukunft stellen, nicht auf die Seite der Vergangenheit. In der Vergangenheit
haben wir nicht zu gewinnen. Unsere Existenz, unsere Identität steht mit der Zukunft auf dem Spiel. Wir machen Politik für deutsche Interessen. Unsere Devise lautet, und sie hat im Bundestagswahlkampf so gelautet und sie wird auch weiter lauten, unser Land zuerst, liebe Freunde, für Frieden. Und genau dafür machen wir Politik. Und die Politik muss von unten nach oben gehen. Ihr, das Volk, ist das Souverän. Für das Volk machen wir Politik in Berlin, aber auch im Landtag. Das ist unsere Aufgabe als Alternative für Deutschland. Das vertreten wir für Frieden, für Freiheit, für Souveränität. Vielen lieben Dank. Applaus